Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute zeige ich euch Fresh RSS, einen RSS-Aggregator-Reader für das Web, der allerdings auch mit RSS-Clients zusammenarbeiten kann. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Hallo, ich bin Christian von TechID und ich mache Videos zum Thema Heimnetzwerke, Software und so wie dieses hier eine kleine Produktvorstellung von Fresh RSS. Findest du das Ganze spannend, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dich über meine neuesten Videos auch entsprechend vielleicht sogar freuen würdest, aber vielleicht informativ dich weiterbringen können. Wie eingangs erwähnt, es geht um die Anwendung Fresh RSS. Das ist eine relativ bekannte Web-RSS-Software, also dort könnt ihr RSS-Feeds hinterlegen und entsprechend dann gesammelt lesen. RSS-Feeds sollten bekannt sein, das ist quasi eine XML-ähnliche Struktur, die euch ermöglicht, Webseiten automatisch lesen zu können, beziehungsweise Neuigkeiten automatisch erfassen zu können, dass ihr nicht zum Beispiel die Webseiten extra besuchen müsst, sondern die Informationen werden in einem bestimmten Tonus einfach abgefragt und ihr könnt dann diese über zum Beispiel so ein Tool lesen. Eins der größten Mitbewerber, würde ich sozusagen, ist eigentlich das TinyTiny RSS. Das werde ich allerdings hier auf dem Kanal nicht weiter vorstellen, da der Maintainer politisch teilweise äußerst inkorrekt ist und ich hier entsprechend hierfür keine weitere Plattform geben möchte. Das war es erstmal jetzt hier fürs Vorgeplänkel und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was an meinem Rechner. Webseite von Fresh RSS. Das Ganze sieht auch, wie man hier schon im Vorschaubild sieht, relativ rudimentär aus. Es ist allerdings fast, definitiv. Die Webseite reagiert schön schnell. Es ist, man kann es ohne Probleme auch als Webseite betreiben. Man muss nicht unbedingt eine Anwendung dafür nehmen. Responsive heißt hervorragend auch auf mobilen Geräten verwendbar, das kann ich bestätigen. Und natürlich, deshalb stelle ich es hier vor, self-hostable. Heißt, wir können es selbst bei uns im Homelab deployen. Das Ganze kann man natürlich einzeln installieren mit Apache, Nginx, das Ganze mit PHP 7 und so weiter und so fort. Also hier gibt es relativ viel. Und natürlich das Ganze, das habe ich jetzt hier vergessen vorzubereiten. Ihr könnt das Ganze auch hier in meinem Docker Homelab gibt das Ganze, Fresh RSS, natürlich auch als Docker Compose Datei. Die könnt ihr natürlich direkt verwenden und direkt loslegen. Ist auch relativ einfach. Wir gehen da mal rein. Es hat eine Datenbank, die ist auf Postgres basiert und das Ganze natürlich einfach als Anwendung und die könnt ihr dann einrichten. Das Durchklicken der Installation ist sehr einfach und brauche ich, glaube ich, nicht zeigen. Dafür seid ihr hier mittlerweile schon erfahren genug. Solltest du denn noch dazu Fragen haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder kontaktiere mich einfach über soziale Netzwerke. Beziehungsweise frag in meinem Discord nach. Damit ihr das Ganze auch mal live seht, habe ich auch mal bei mir aufgemacht. Das ist jetzt relativ wenig drin. Ich bin meinen RSS-Feed einfach wieder am Füllen. Gehen wir zum Beispiel Abonnentenverwaltung rein und dann kann man hier einfach verschiedene Kategorien sich zusammen sammeln und kann dann über Add-a-Feed natürlich auch die Feeds hinzufügen. Die Synchro oder nennen die Übersetzung ist nicht ganz durchgehend. Das ist ein bisschen schade. Ich gehe mal aber davon aus, dass das einfach so Step by Step wesentlich besser wird und alles dann entsprechend deutsch übersetzt wird. Das Ganze ist natürlich auch, wenn wir mal in Systemeinstellungen gehen, natürlich auch ohne Probleme multi-user-fähig. Das heißt, ihr könnt auch eine komplette Instanz für eure Freunde, Familie oder wie auch immer nutzen. Bei RSS natürlich jetzt auch eher eins der, Tools, Protokolle ist, die jetzt nicht unbedingt im Massenmarkt angekommen ist.
Authentifizierung ist hier zum Beispiel ganz cool. Es gibt einen API-Zugriff, da könnt ihr also entsprechend Programme drauf loslassen. Ich nutze am Mac primär das Tool Reader. Das ist zwar kostenpflichtig, aber seit eh und je, also mein knapp 15 Jahren Mac-Erfahrung, eins einfach der besten Tools, die es auf dem Markt gibt, was so RSS angeht. Für Android kann ich euch da leider oder Windows leider nichts wirklich empfehlen. Allerdings könnt ihr auch ohne Probleme die Webseite natürlich immer verwenden. Ich würde sagen, das reicht auch schon für einen groben Überblick. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, unten in die Videokommentare oder einfach in den Discord. Dann war es das auch schon wieder von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.